So, was gibt's hier? Raum? So mehr Loot? Also ich weiß, dass ich da drüben irgendwie hoch kann. Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Ja, von hier sind wir gekommen, da, ne? Der Vogel! Und der Sohn der Glutasche. Unter diesen Gräsern ist vielleicht mehr. Reißen wir sie raus? Dauert zu lang. Ich könnte sie alle auf einmal entfernen. Oh nee. Jetzt fangen wir hier an, irgendwie alles wegzubrennen. Nee, warte. Ist doch jetzt nicht richtig, oder? Dass wir jetzt hier alles wegbrennen. Also ich meine, wir können es probieren. Machen wir erstmal hier quasi den da. Das ist es, Hugo. Dein Vogel hat uns hergeführt. War das richtig? Wahrscheinlich. Die Insel. Das ist eine Karte von der Insel. Sie ist uralt. Ich denke, hunderte von Jahren. Schimblum. Bestimmt byzantinisch. Es gibt hier wirklich viel in dieser Art. Sieh doch, Amicia, da ist die Zeichnung. Welche Zeichnung? Die Zeichnung aus dem Orden. Ja, ich erkenne es. Was? Welcher Orden? Ich bin verwirrt. Ein sehr, sehr alter Alchemistenorden. Du hast uns auf dem Boot gehört, Sophia. Hugo ist krank. Es ist nicht ansteckend. Doch, der Orden wollte ihn wegsperren, um über ihn zu verfügen. Aber ich... Du kniest vor keinem. Das ist richtig. Verstehe. Also, wonach sucht ihr hier genau? Nach was auch immer ihm hilft. Es ist einfach. Dieses Symbol zeigt wichtige Bereiche an. Dieses da also, das kann man nicht übersehen. Die Zähne. Sie nennen sie Las Madres, die Mütter. Oh. Ich weiß, öde. Es ergibt Sinn. Gehen wir diese Mütter besuchen. Die Zähne. Kommst du mit uns? Wenn ihr das möchtet. Ich stehe in eurer Schuld. Dann mal okay. Los. Ja, jetzt wird geklettert. Nicht rasierte Seite. Der Ausblick von da oben ist sicher beeindruckend. Oh, ich kann's kaum erwarten. Die Frisur wurde ja frisch gemacht von Arno, der diesen Zopf da gebunden hat. Also ich will mal ganz kurz noch mal was gucken, bevor wir jetzt in die Richtung da gehen. Komm, und zwar, ob es hier Loot gab. Gut. Ich kann natürlich sehen, dass jetzt hier oben natürlich noch mal so ein kleiner... Da ist ein Haus in den Zehen. Ja. Eine Art Tempel? Ein Heiligtum, habe ich zumindest gehört. Jetzt will ich unbedingt mehr darüber wissen. Klar, das wird unser erster Halt. Es wirkt so schön. Okay, hier komme ich aber nur zurück. Aber will ich das? Weil dann will ich nämlich selber nochmal da hinten gucken. Komme ich da auch einfach nur zurück? Oh, da wollte ich nicht lang. Lassen Sie uns hier runter. Kann ich auch nicht runter? Kann ich hier runter? Okay. Ich gehe davon aus, dass wir hier einfach wieder zurückkommen. Hoch? Ja. Baby. Wer weiß. Okay, ergibt Sinn. Was? Achso, wegen der Stirnwunde. So. Warum ist da so ein Steintempel?
Also so ein Steingedöns? Ich stehe jetzt eigentlich. Okay, kann ich nicht. Also ich kann auf jeden Fall keinen Ärger machen. Wir haben also einen magischen Vogel, einen uralten Alchemistenorden, die Visionen des Kleinen. Tja, was kommt als nächstes? Hugos Krankheit ist ungewöhnlich. Unsere Mutter ist Alchemistin, aber sie konnte nichts dagegen tun. Es ist so hübsch hier. Es ist fast wie. Steck bitte nicht alles im Brand. Wer verflucht denn so ein süßes Baby? Ich bin kein Baby. Ich gebe mein Bestes. Es ist die Blutlinie. Diese Sache existiert bereits seit Anbeginn der Zeit. Aber dieser Steinkreis. Es ist ungerecht, aber hier ist ein Zeichen. Und? So verständigen sich Schmuggler. Jemand hat hier Geschäfte gemacht. Wofür steht das? Wenn etwas schief geht oder eine Crew sich aufteilt, hinterlassen sie diese Zeichen, damit einer von ihnen die versteckten Sachen holt. Ein Schatz? Eher Waren wie Wein oder Lebensmittel. Auch wertvoll. Interessant. Ich will auch was verstecken. Einen Stein vielleicht? Ja, kann man machen. Das heißt aber, hier ist. Hier gibt's. Stuff, richtig? Gibt's da drüben Stuff? Wie komme ich da hin? Okay. Hier wirklich, also gibt es hier so viel, wie so eine Art Versteck? Wir werden es nicht herausfinden. Hey, sehen wir uns das mal an. Was? Was denn? Okay, ackert sich hier einen ab. Also wir gehen jetzt mal, wie gesagt, ein bisschen noch hier ein bisschen, ne, Luki-Luki machen und so. Weil, wer weiß, was wir noch so alles finden. Hier kann ich wieder nicht runter. Hey, los! Wir könnten wieder Seekrieg gegen die Engländer spielen. Hey, ich wäre dabei. Du hast ein Schiff. Du musst nicht spielen. Oh, du hast noch nie eine Seeschlacht gesehen, was? Aber Kämpfe. Auf einem Schlachtfeld. Ja. Bleib dafür lieber an Land. Nein. Glaub mir. Hier kann ich auch nicht rüber. Och Mann, ich will doch rüber zum Zeltlager. Warte. Ich darf da nicht rüber. Na gut. Dann gehen wir eben halt nicht zum Zeltlager. Dann gehen wir halt Richtung Zähne? Mütter? Wie man es auch immer betiteln möchte. Auch mal gucken wir hier nochmal kurz rein. Kletter hoch. Alles klar. Ziemlich leer. Naja, so leer nun auch wieder nicht, ne? So ein bisschen Stuff hier. Hier und da. Ach komm, eine verschlossene Tür kann dich nicht aufhalten. Sehen wir uns um. Und wie? Kannst du die aufmachen? Ich kann nichts machen. Also bleibt die Tür anscheinend doch verschlossen. Dieses Fenster, da ist etwas drin. Okay. Jetzt will ich natürlich wissen, wie ich da reinkomme. Was ist das? Hugo, kannst du da reinklettern? Also, ist da Möglichkeit? Nein. Wie komme ich jetzt da rein? Und hepp. Habe ich irgendwie einen Dietrich? Kann ich das Schloss knacken?
Das war's leider nicht. Warte mal. Kannst du hier warten? Kann ich dir sagen? Hugo, warte hier? Nee, kann ich nicht. Scheiße. Weil ich glaube, ich kann von außen das eine Ding da kaputt schießen. Warte. Da. Volltreffer. Gehen wir zurück. Ja. Und jetzt können wir nämlich die Tür öffnen. Okay, oh, wir, ja, gut. Also wir belagern alles. Der Rest interessiert ihn nicht. Türme sind am besten, weil man sie besteigen kann. Sehr gut. So. Werten. Hier gab es mich noch eine. Was wurde oben ist? Vielleicht ja das Vogelnest. Du kannst dir. Oh, dort legt er seine Eier. Das Fenster. Glaubst mit einem Stein werfen und so mit einem aufmachen. Wer weiß. Richtig. Blöde Leitern. Oh, kletter hoch. Gut. Okay, hier geht's noch weiter. Hier könnte ich... Was haben wir denn hier? Lutsch! So, einmal Werkbank. Gut, dann nein! Die Arbeit. Lass mich ganz kurz. Ich will erstmal... alles einsammeln. So, mal sehen, was sich jetzt dürfte ich doch bestimmt was herstellen können. Na endlich! Durch eine zweite Halterung an der Schleuder kann der Mischa ein zweites Mal schießen, bevor sie nachladen muss. Das ist natürlich schon mal nice. Wenn die Köcherkapazität okay, gut, ich... So viele Bolzen finde ich witzigerweise nicht. Ich würde, wie gesagt, gerne welche herstellen wollen. Amisha verbessert ihre Alchemie-Munition und ist in der Lage, ihre Gegner mit einem Topf voll Ingwer zu töten. Warte, bevor ich das... gut. Amisha kann dank der neuen Innentasche zusätzliche Alchemie-Zutaten tragen. Gut, komme ich ans Limit von den Zutaten? Glaube nicht. Die Schleuder wäre nicht schlecht. Aber das Ding hier mit dem Ignifer-Topf Leute töten zu können, ist natürlich auch ganz nice. Aber ich glaube, ich nehme die Schleuder. Das sollte die Sache erleichtern. Durch eine Verlängerung der Schnur verursachten Geschosse Steine mehr Schaden und betäuben die Gegner länger. Okay. Gut. Gucken wir nochmal ganz nach oben. Na dann los. Oh, vielleicht finden wir hier noch... Hier kann man alles sehen. Hat sich gelohnt. Puh. Nette Aussicht. Ja, das ist richtig. Komm her. Jetzt kannst du dich wie dein Vogel fühlen, wenn er hier oben sitzt. Nicht wie irgendeiner. Wie ein Raubvogel. König der Vögel. Was siehst du? Ich sehe, wo ich jage. Und was jagst du? Würstchen. Weißt du, was Raubvögel noch machen? Sie kreischen. Bereit? Ja. Sophia kreischt auch mit. Stimmt's? Bin eine geborene Kreischerin. Auf drei. 1, 2, 3. Go! Okay. Also gut, gehen wir wieder runter. Jetzt weiß jeder, dass wir hier sind. Übrigens, gut gekreischt, oh ja. Ihr beiden. Du warst auch ziemlich gut. Ich weiß, meine Kapitänsstimme. So eine braucht man, um das Rauschen des Meeres zu übertönen. Der Crew gefällt sie sicher. Noch hat sich keiner beschwert. Naja, so. Gehen wir runter. Alles klar. In neuer Erinnerung, gut gekreischt. Klettern wir runter. Vorsichtig. Ja. So. Gut. Dann machen wir uns wieder weiter auf den Weg nach oben. Zu den Seinen. Oder Müttern. Wie auch. Ich komme hier wieder nicht. Ich.
dass ich hier nicht runterrutschen kann einfach. Was ist denn hier? Kleiner Laden? Kleiner Shop? Einkaufsmeile? Oh, sind das so eine Bienenstöcke? Bienen, Leute, schon gut. Die hier sind bestimmt nett. Klar sind sie das. Die machen Honig. Und ich liebe Honig. Hm. Ich auch. Das wäre nicht. Ist ein Grab. Ein Hügelgrab. In meinem Traum war kein Grab. Dann suchen wir weiter. Aber hier gibt's Loot. Okay. Nee. Leckerer Honig. Das war cringe. Was mit dem Schreien meinst du? Okay, hier kommen wir nicht durch. Alles schlecht. Das ist er. Der Weg zum Heiligtum. Also sind wir hier fertig? Ja, gehen wir. Ja, das Geschrei. Das wird ziemlich anstrengend. Wer zuerst oben ist? Hey, ganz ruhig. Ich will dich nicht tragen müssen. Angsthasen. Ja, also... Okay. Bist du erschöpft? Wir laufen schon eine ganze Weile. Es ist nicht so hoch, wie es aussah. Ich will dich nicht enttäuschen, aber wir sind noch nicht da. Hier scheint jemand müder zu sein als du. Ich brauche das Meer. Die Berge konnte ich noch nie leiden. Ich mag Berge. Sie sind mächtig und groß. Steht man auf dem Gipfel, ist man auch so groß. Es ist das erste Mal, dass er einen besteigt. Wenn das so ist, dann lasst uns zusammen mächtig und groß sein. Na, dann lass uns doch mal gucken. Es wird langsam heiß. Geschichten und Offenbarungen. Seht nur, wir sind fast am Heiligtum. Weißt du denn, was fast bedeutet? Ach komm, ohne Schweiß kein Preis. Sieh nur, wie groß es ist. Ja, also, aber ist auch was noch sehr weit weg. Was erwartet ihr denn dort zu finden? Ich will den echten Vogel sehen. Oder den Baum. Den Teich. Ein Elixier wäre mir lieber. Ja, der Teich wäre, glaube ich, ganz cool. Vielleicht hat der Vogel es ja. Nee, oh, war es nicht der Wasser. Teich? Wie kann er in dieser Hitze rennen? So sind Kinder. Er kann auch im Nu einschlafen. Das stimmt. Kinder sind teilweise echt unermüdlich. Hm. Sieht frisch aus. Ist es auch. Genau, was ich brauche. Hey, Hugo, du hast etwas Dreck im Gesicht. Ich mach ihn weg. Ah! Wasserattacke! Hey! Angriff. Für die Ruhe. Sehr schön, ist gut. Ich gebe auf. Für die Ruhe. Du hast mich zu Tode durchnässt. Gewonnen. Als Seefahrerin von Wasser besiegt? Er hat mich im Auge getroffen, klar? Das war Absicht. Warum ist hier ein Lager? Ganz mein Bruder. Was für eine Familie. Gut gemacht, Hugo. Ich werde mich rächen. Es wundert aber auch keinen hier, dass wir hier so ein Zeltlager haben. Ich dachte, das wäre halt eine andere, ein anderer Bereich. Aber gut. Alter, ist ja wirklich noch sehr weit weg. Wenn wir da hin wollen. Nee. Das Heiligtum ist riesig. Ja, der Bau war kein Zuckerschlecken. Ach du Scheiße. Oh, Ziegen. Das sind so viele Amicia. Hab keine Angst. Die fressen lieber ihre Olivenblätter als kleine Kinder. Ja, aber sie schreien. Ich bin hier. Sieh mal einer an. Unser wilder Krieger hat also Angst vor Ziegen. Das sind so viele. Wollt ihr zum Heiligtum des Sohnes? Ja. Dann kommt ihr leider zu spät.
Die haben schon das Tor geschlossen für die Zeremonie. No. Oh, der Kleine hier wollte unbedingt dabei sein. Naja, auf dem Ziegenpfad da an der Seite kommt er näher hin. Aber geht nicht zu nah ran. Der Graf und die Gräfin sind da oben und die Wachen sind nach all dem Ärger gestern nervös. Die mögen keine ungeladenen Gäste. Behalten wir im Hinterkopf. Danke. Ja, wir sind ja nicht ungeladen, ne? Also wir sind ja, ne? Also wir waren ja gestern mit dem Grafen essen. Ne? Und haben ja da auch genächtigt. Wenn ihr Tramontane seht, dann schickt sie bitte hierher zurück. Sie ist eine meiner Ziegen. Werden wir. Dann viel Glück. Wehe, die greift uns an. Ach komm, das ist eine Ziege, kein Wolf. Aber sie schreien. Oh, das stimmt. Sie schreien. Das Heiligtum wurde also abgeriegelt, so ein Pech. Andererseits riegelt man einen Ort nicht ab, wenn sich darin nichts Wichtiges befindet. Ja, das ist richtig. Das macht mich noch neugieriger. Hört mal, ist das die Ziege, die er meinte? Tramontane. Vielleicht ist sie in dem Haus. Abgeschlossen. Sollen wir ihr helfen? Dafür sind Helden da. Alles klar. Vielleicht kommen wir woanders rein. Ja, warte, ich habe eine Idee. Oder auch nicht. Oder, hallo? Okay, komm ich auch nicht. Hä? Da ist sie! Wir sollten dich zu deinem Besitzer bringen. Ziegen. Als Kind starrte ich ihnen stundenlang in die Augen. Ein Rätsel, was in ihren Köpfen vorgeht. Vielleicht bist du nicht bereit für ihre Weisheit. Wie komme ich jetzt dahin? Kann ich... Falsch. Oha, das wird langsam eine echte Rettungsmission. Ich hoffe, sie ist nett. Sie ist bestimmt dankbar. Auf ihre Weise. Wenn nicht, sperren wir sie wieder ein, oder? Keine Angst. Du hast zwei starke Leibwächterinnen. Hm. Hallo? Kann es abrennen, weil ich... Oh, guck mal, da siehst du, da ist ein kleiner Unterstopf, wo der kleine Mann hier reinhüpfen könnte, um die Tür zu öffnen. Da ist ein Loch in der Wand. Hm, hey, nur du kommst da durch. Alles klar. Mein Held. Ich öffne jetzt die Tür. So geh lustig. Einen Schritt zurück. Nicht immer, aber meistens, ja. Schnell! Gut gemacht! Die böse das Ziege! War ritterlich. Ah, da ist unsere Ausreißerin. Du hast sie gerettet, Hugo. Willst du ihr Hallo sagen? Mhm. Na, irgendwie habe ich das Gefühl, er will es nicht. Ich kann es nicht aufnehmen. No! Ich begleite dich. Das Schwerste hast du geschafft. Erschreck sie nicht, dann passiert nichts. Was, wenn sie schreit? Schreien ist nicht beißen. Denk einfach dran, dass sie Laute von sich gibt. Ich versuch's. Siehst du? So einfach. Nicht alle schreien. Ja. Ja. Sie ist lieb. Na gut. Ziege gerettet, Angst überwunden. Jetzt will ich dieses Heiligtum sehen. Gehen wir? Ja. Los. Bringen wir die Ziege auch noch weg? Oder lassen wir die jetzt einfach hier? Sie bewegt sich nicht. Geduld. Sie entscheidet selbst. Ach so. Okay. In deinem Traum kam keine Ziege vor, oder? Nein, aber ab jetzt vielleicht schon. Wer träumt nicht gern von Ziegen? Warte mal. Ach, da oben geht's weiter. Okay, ich wollte gerade sagen, wo geht's denn jetzt hier weiter? Bitte verzeiht die Eile, aber die Zeremonie wird bald beginnen. Was? Soldat. Oh, schon gut. Sorg dafür, dass es keinen Ärger gibt. Komm, hoch mit dir. Gestern hatten wir genug Gewalt. Der Sohn heißt das bestimmt nicht gut. Kletter hoch. Wir sind besonders vorsichtig, keine Sorge. Gut. Na, vielen Dank, Anno. Das war zu erwarten. Naja, wir sind ja sneaky unterwegs und vor allen Dingen... Sie bleiben mehr Vorsicht! Wir bringen sie nach der Zeremonie hoch.
Die sind hier wohl gerne unter sich. Wie kommen wir durchs Tor? Oh, ich darf sie nicht angreifen. Die verhaften uns oder schlimmer. Ich habe einen Trick. Dieses Prisma bündelt das Sonnenlicht. Es kann hohes Gras anbrennen. Der Rauch lenkt die Wachen ab. Wow. Dann los. Sag mir, wo die Wache hingehen soll. Nur hohes Gras. Der Sohn weiß es. Ja. Sophia kann Gegner in hohes Gras locken. Alter, Eike drückt ihr Ziel auf das Gras und drückt ihr jetzt Ablenkungsmanöver. Versuch das. Hat geklappt. Sehr gut. Beweg dich, sobald er weg ist. Es hält nicht lange. Verstanden. War wohl doch nichts. Echt heiß, was? Verdammte Uniform. Du kennst den Grafen ja. Er mag's eben förmlich. Naja, nächstes Mal bitten wir, bei den Ruinen Wache zu halten. Dort ist es schattiger und ich könnte endlich mal die Prozession sehen. Dein Prisma wäre hilfreich, Sophia. Das brennt schnell. Okay, ich muss umgehen, habt noch was zu tun. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Das ist viel zu einfach. Isakuma Fox, das wünsche ich dir auch und wir machen auch nicht mehr allzu lang. Aber hab ein wunderschönes Wochenende und vor allen Dingen einen wunderschönen zweiten Advent. Sophia, benutzt und danke fürs Einschalten bitte. Vor allen Dingen. Fangen wir das Licht ein. Hä? Wo zur Hölle kommt der Rauch her? Klappt immer. So. Nichts. Schon wieder. Ciao, oh, ja, oh ja, Advent. Auch allen dann auch. Angesehen. Dein Prisma wäre hilfreich, Sophia. Zeit, etwas Gras zu verbrennen. Da ist die Tür, schnell jetzt. Hier schleicht jemand um. Sag Bescheid, wenn ihr was seht. Los, es funktioniert. Findet ihn. Viel zu einfach. Das Prisma viel zu einfach. Ja. Aber okay. Wir sind noch nicht da. Wir sind noch nicht da, genau. So, wir looten jetzt nämlich nochmal hier. Mal sehen, was sich machen lässt. Ja, das war klar. Wir können natürlich noch nichts machen.